Also Blitz, Warden oder Thunderbolt? Bei Glass spiele ich noch weniger als Blitz. Ja, Glass ist auch echt scheiße. Thunderbird ist ziemlich cool. Glass war besser damals, als die Runden noch ein bisschen länger waren, ne? Weil der ist so ein bisschen, der braucht ein bisschen Zeit, ne? Der muss Smoke, der muss gesmoked sein, der muss ein bisschen gucken. Das ist halt für diese schnellen Runden ist das halt nix, ne? Aber Glass ist schon mittlerweile ziemlich stark, weil er ein 3-Speed-Operator mittlerweile ist. Na ja, gut, aber der 3-Speed halt nicht raus bei seinen Waffen so, ne? Vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, aber. Ja, jetzt hat er sogar noch bessere Waffen als früher, weil da ist die Barry 9 noch mit drin und die hat halt so viel keinen Rückschlag mehr. Die habe ich jetzt auch hier mit der Thunderbird ausgerüstet. Ich habe ganz vergessen, dass du die Spear hast. Ich dachte, die hat nur eine DMR. Oh nein, ich habe vergessen, die Bailiff auszurüsten. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Okay, sieht ja alles anders aus. Die Op-4 Drone has found the biohazard container. Ein Moment. Komm ja sofort. Das ist aber schön. Die Naira hat mir gerade ein Bild geschickt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Arme wesentlich zu lang sind. 5 seconds and counting. Da musst du gleich mal mit mir gucken. Jo. Ich habe eine Kamera im Bad angebracht. Turmoji! Im Badezimmer hinter der Trennwand habe ich ein Oben Exhibition in der Nähe, kommen sie irgendwo. Irgendwas aufgeschrotzt. Wie gesagt, oben im Bad habe ich eine Heilungsstation aufgestellt hinter der halbhohen Wand. Mhm. Hier haben sie die Claymore hingestellt. Die sind ja geil. Oben sind welche. Jo, da sind Seile noch welche. Ich geh mal nach oben. Ich muss mal hier runter von oben, ne? In den Objective Form. Ich brauch gleich alle drei Ladungen auf einmal, was natürlich auch bescheuert ist. Oh Gott! Sledge ist hier oben an den Fässern oben. An der Riesentrommel. Zum Fuse bin ich leider nicht gekommen. Papa Maru? Sledge? Uah. Schade. Sophia ist auch noch oben. Aber du hast sie noch getroffen, glaube ich. So ein Rage Quit. Objective gefahren. Im Badezimmer bei T'Chanka ist einer. Zwei sind da. Op 4 is securing the biohazard. Intervene immediately. Sophia ist im Objective. Glaub ich nicht. War ein anderer im Objective, okay. Dann sind sie zwei da irgendwo gewesen. Das ändert nix. Aber es war Sophia, die mich getroffen hat. Ja, aber ich hab auch nur zwei da gesehen. Also dachte ich mir dann, wenn sie dann da reingehen, muss es Sophia sein, aber dann war wohl noch ein dritter da. Ja, wahrscheinlich war es dumm, jetzt nachzuladen. Wahrscheinlich einfach weitergehen sollen, aber ich unterschätze immer, wie viele Kugeln noch drin sind. 11 hattest du noch. Bevor im Nachladen, meine ich. Das ist halt nicht viel, gerade wenn du zwei Gegner hast. Na gut, aber ich hätte erstmal reingeguckt und erstmal einen erwischt. Vielleicht wäre das schon, weil ich weiß ja, ob beide drin waren im Objective, ne? Nee, nur einer, weil es war ja nicht gesichert. Also es wurde ja gesichert und die Dings war auf dem Gang. Das heißt, da muss der andere im Objective gewesen sein. Ja, einer war drin. Achso, nee, Sophia war nicht drin, ne? Die war ja da auf dem Flur. Genau, ja, genau. Karaoke! We need to protect the biohazard container. Secure the room. Press those points around! Ich
zwar eben irgendwie Zielübung machen mit der Barry 9 hier. Okay, die Barry 9 ist. Ist hier nicht. Man geht auch. Was ist der hier so abartig? Bei Ibana macht sie halt nicht. Ja, kann vielleicht sein. Eine Drohne. Der Boschniaki ist schon halt tot. Was ist denn da los? 10 seconds. Up and running. 5 seconds left. Let me heal you, buddy. Station deployed. Activating camera. Blackray, let me heal you! Sie hört dich nicht. Camera in position. With a wire up. Warum nicht? Weil du dein In-Game-Chat nicht funktioniert. Der Voice-Chat. Komisch. Was? Was? Probieren im Menü oder so, weil meiner ging glaube ich auch nicht. Kann man mal gucken, ob irgendwas. Ja, das also ist aber allgemein, Amaro beim Fass. Allgemein gerade so ein Bug. Und sie haben Doki. Amaro, nee, ich habe mein Handy gefallen. Nein, ich hing an dem Kasten fest. Oh Gott. Sophia ist beim Pass. Orientiert sich zum Objective. Sophie hab ich. Okay, Gunnar, links rum ist noch einer. Da steht eine Claymore beim Pink 2. Tiefer. Ja. Nee, ich meine, der könnte tiefer stehen. Darum geht's noch. Da fährt eine Drohne rum. Hier. Warte mal, ich hab doch hier meine Drohne. In dem Nebenraum. Gesha ist das, glaube ich. Da sind wir drin. Ja, die machen gerade die Wand auf. Und da ist auch noch jemand. Ja, zu viel. One friendly operator remaining. Da ist immer noch einer. Achso. Mission failed. Der Autor hat falsch. Ich weiß nicht, der kommt über die Ecke sofort drauf. Na gut, da ist das jetzt weniger schlimm, aber bei mir auch irgendwie, ganz merkwürdig. Mhm. Haben Auge behalten, haben wir noch eine Runde. Zwei, aber vielleicht ist das nur so ein Perspektivding wieder, weil es ist schon irgendwie so, dass man. Dass er wieder 6 Minuten schon um die Ecke ist, während man es selber noch nicht gesehen hat und so. Ah ne, Flowers brauche ich ja gar nicht. Blitz! Der Random ist weg. Der will nicht verlieren, ne? You need to locate the biohazard. Der kommt doch eh nix. Das ist kleiner. Geht die Aufmerksamkeit? Hm? Oben Trophy sind sie. Sie haben Clash. Oh Gott, wie ehrlos, ey. Nicely done. The biohazard container has been located. Oh Gott, eine Clash, die wieder aufstehen kann, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. 10 seconds to go. Fostuni. 5 seconds. Black Ice Blitz, unterwegs! Die ist schon weg, die Kamera hier lang drauf schießen, ne? Ja, mach mal. Alter, wer ist Kaid? Amazonia, ist nicht der, den wir im Blick behalten wollten. Mhm, weil der hat nämlich schon geschossen, also bevor ich das Fenster wohl aufgeschlagen habe. Kannst du einen leichten Weg, einen leichten Schritt nach rechts machen? Kann ich links an dir vorbeischießen? Soll ich die Luke wegballern mit? Nee. Nee, mit Ashcaps zu machen, ne? Ja.
Ja, mach, versuch mal, dann kann er da so schnell nicht weg. Watch the blast! Das Clash, Clash ist weg, Clash ist runtergefallen. Aber rechts von mir ist immer noch einer, ne? Da gibt's hier nicht mehr. Was? Was? Ich geh mal hier weg. Reload! Alter. Was war da? Wo ist der da? Ich weiß es nicht. Bin fast, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hab ihn. Nice. Da ist noch einer. Rache ist blutlos. Kamera hab ich. Flash ist hier. Nice! Sehr gut! Ich hab ihr ein Schild weggeschlagen. Sehr gut. Kam mir gut ins... Hinter uns! Am Pass! Sehr gut. Du musst jetzt von hinten kommen. Sehr schön! Alter, wieso hab ich mit Blitz jetzt das Ziel... Ich habe jetzt 4 Leute erwischt. Also mit Eagles Hilfe, aber das zählt ja nicht. Der hat ja nur Schilder weggeschlagen. Das ist ein Clem-Ace. Ja. Das ist Ace-Armer, Leute. Kleine Leute, ne? Das haben Fini und ich ganz oft zusammen. Clem-Aces. Weil ich habe auch Back-to-Back-Clem-Ace. 2 Runden nacheinander. Boah, haben die uns gehasst, ey. Leck mir am Arsch. War ja gar nicht so verkehrt mit Ash. Also gerade in Verbindung mit Blitz, das war schon ziemlich geil. Weil du hast mir Deckung gegeben und konnte ich auf die anderen Dödel schießen, dann hast du das Schild weggeschlagen, das war richtig gut. Ja, das ist schon... Ich hab da nur gesehen, es sind nur 2, hab gedacht, scheiß drauf, rennst du rein. Da war es nur einer, wenn ich Glück hab, ist der gerade woanders, ne? Dann ja, ist er mir noch schön reingelaufen, das war perfekt. Der letzte war ja hinter uns. Sozusagen. Ja, ich wusste ja, dass der hinter uns ist. Ich hab ihn dann nicht direkt gekriegt, hab gedacht, ja komm, scheiß drauf, der eine, der da jetzt noch drin ist. Wenn ich mich irgendwie erstmal postiert habe, dann ist es besser zu verteidigen gegen den einen, der dann rein muss, ne? Ja. Also war es jetzt so ein Mano a Mano und es hat ja ganz gut geklappt. Ah, nochmal da oben. Ich wollte erst sagen, geh doch mal hin und leg noch Claymores an die Türen, aber das war dann. Ja, das dauert immer zu lange. Ich mach sowas sonst, aber. Bereue es dann auch meistens direkt. Oh, aber hat ja super funktioniert. In 10 seconds. 5 seconds to go. Warte, ich den 6-Minuten-Vorteil. Ist eh schon um die Ecke waren, der mich noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich. I'm out! Nochmal da oben. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsst ihr eigentlich das Ohr pfeifen, aber du hast ja so einen Hörschutz drauf, verdammt. Ich hab da direkt neben dir auf das Ding geschossen. Kamera. Autoschlüssel vergessen, oder? Bleibt so stehen als... Ne, ich hab kurz im Chat was geantwortet. Lala. Also ich hatte das jetzt gerade auch, dass einer meint, der muss schon aufs Fenster schießen. Doch, der ist schon. Ja. Popping Smoke Grenade. Schießt sie einfach. Wie sieht's hier aus? Was haben wir da Schönes? Ja, wieder den KI da hinten. Niemand, ja, genau. Reloading. Boah, Alter. Goyo kam hinten raus, ey. Das ist wieder Clash. Reload!
Resume securing the container once the threat is secured. Oh mein Gott. Shit. Leider nicht erwischt. Ist KI ist eh noch im Raum. Da kommst du so. Oh, Alter, der Clash ist so ekelhaft, ne? Es ist wirklich widerlich mit der. Ich kann aber nur hierbleiben, um sie von euch wenigstens wegzuhalten. Ja. Boah. Was zum Geier ist jetzt passiert? Der Macke hat eine in die Fresse gekriegt. Aber sowas war. Ja, ich mach trotzdem mal von meiner. One friendly operator remaining. Mach keinen Stress. 15 seconds remaining. Ey, Gunnar, nimm deine Kaffeetasse und geh nach Hause. 10 seconds remaining. Gut. Up or eliminated all friendly. Ey, Clash ist einfach so, ich weiß nicht, die spielt, der hat so gar keine Clash Seele. So OP, okay, weil du kannst ja überhaupt nicht kontern, ne? Ja, das ist lustig, Clash, weil du, das ist so lustig, dass halt Clash so völlig underpickt ist, ne? In den höheren Rängen, weil die keiner spielen will. Ja, weil du mit der halt keine Kills machst, ne? Du hältst zwar die Gegner auf und gewinnst das Spiel, aber du machst da keine Kills und deswegen spielst du keiner, ne? Weil sie alle nur killgeil sind. Ja, vielleicht hätten wir auch viel früher einfach von einer ganz anderen Seite kommen sollen. Also einmal ja, ganz rum. Und ja, aber ist egal, selbst wenn du ganz rumrennst, dann ist sie, weißt, 10 Sekunden später auch wieder da. Du Treuer musst einmal durch den Raum laufen. Also, und wir müssen ewig umlaufen und so, also ist halt scheiße. Ja, ich Clash ist schon scheiße. Ja, man muss da von mehreren Seiten gleichzeitig kommen. Aber du kommst halt nicht an sie ran, weil sie dich halt auch verlangsamt. Wenn sie dir nur mit Strom Schaden machen würde, wäre es halb so schlimm. Aber sie verlangsamt dich halt auch. Das heißt, du kommst nicht ran. Das Einzige ist halt mit Kali oder so. Aber Kali macht halt auch gerade auf der Map zum Beispiel, macht Kali so gar keinen Sinn, weil du hast ja nirgends so diese langen Distanzen, wo das irgendwie ein Vorteil wäre, ne? Ja. Und, weiß nicht. Also ich finde Clash irgendwie schon irgendwie völlig OP, so im Feld, weil du die mit nichts richtig kontern kannst. Weißt du, kannst ja, selbst wenn du dir eine Ash-Ladung auf den Kopf ballerst, passiert ja nichts, ne? Das ist. Zumindest das sollte auch ihr Schild wenigstens wegschlagen oder so mit Ash oder so, ne? Weil es ja, ich meine, das ist auch ein physischer Impact und so, ne? Also, weißt, wenn ich vor ihr stehe und ihr das Schild wegboxen kann, dann wird da wohl so eine Ash-Ladung irgendwie ihr das Schild auch mal wegreißen, oder was? Wir sind bei der Zigarren-Lounge. Dann bleib ich mal ein bisschen auf Fighting heute. Auf Feigling? Obwohl, warte mal. Ist eigentlich gar nicht schlecht, ihr könnt auch Thunderbird spielen. Das bietet sich hier auch an.